Okay. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nier Automata. Genau zu dem Zeitpunkt, wo die letzte Folge beendet wurde, wurde auch die Demo beendet. Und jetzt sind wir, wie es aussieht, in einem Raumschiff. Und hier haben wir unser Zimmer. Oder unsere Werkstatt. I don't know. Und wir haben auch keine Waffen. Wir haben nur unsere Fäuste und Füße. Unseren Körper halt. Hier kann ich überall nicht rein. Guck mal, so, na das. mission complete and all that, huh? The Goliaths were wiped out and we secured a route into enemy territory. Now we can. Ja. 9S. Yeah? Thank you for uploading my data to the bunker. I did that? Sorry, I don't remember. There wasn't a whole lot of bandwidth down there, you know? I probably only had enough time to back up your memories. Mine are only intact up to the point just before we rendezvoused. I see. Glory to mankind. Glory to mankind. Dieses Spiel nutzt Online-Funktionen für sein Nachrichtensystem. Mit dem Internet verbinden kannst du den Systemmenü kennen werden. Hä? Nein, brauche ich nicht. Hä? Offline will ich das spielen. Fortschritt speichern. Ja. Okay, ja. Also kann ich so jetzt speichern? Nach jeder Mission zum Beispiel? Sieht so aus. AD. The year mankind's glorious history came to a sudden and abrupt end, when the world was invaded by aliens from beyond the stars. The aliens unleashed a new breed of weapon, machine life forms, that all but annihilated human civilization. The handful of survivors that remained fled from Earth, seeking refuge on the moon. 5204 AD. Humanity launched its counterattack, deploying an army of androids from a network of orbiting bases. But after more than a dozen large-scale descents upon the enemy, we still haven't managed to repel the invaders. That is why you, the Yorha forces, exist. To break this stalemate, once and for all. You are our ultimate weapon, and you must put an end to this war. Understood, sir. I wish you good hunting. Glory to mankind. Glory to mankind. Glory to mankind. Okay. Da haben wir jetzt ein bisschen gesehen, warum das Ganze gemacht wird. Und es gibt wohl noch ganz, ganz viele von uns Androiden. Was? Ah, jetzt. Okay, gefunden. Okay, ich kann da rechts rein. Alter, wie geil ist das denn aufgebaut? Rechtes Symbol darf nur noch. Okay, nur das rechte Symbol darf sichtbar sein. Würde ich mal so machen. Okay, sieht gut aus. Ja. Verstanden.
Ach, und ich sollte vielleicht darauf hinweisen, dass der gesamte Vorgang für die Nachwelt aufgezeichnet wird. Schauen wir uns mal die Einstellung der Spracherkennung an. Schon eine Spracherkennung auf stumm gestellt, dann geht natürlich nicht. Ich werde Ihnen jetzt einfach zurufen. Sie müssen das einstellen. Are you there? Can you hear me? Hello? Go ahead and adjust your settings so you can hear me, alright? Wie geil ist das denn? Adjust the settings until you can hear my voice. Ich kann deine Stimme hören. Alright, are we good now? Ich antworte das mal. Oh, thank you. Anyway, that takes care of the settings. Hold on. Your self-destruct permissions are missing. Wait a sec, we need to restore those. I could set it for you, but you should probably do it yourself. Regulations and all, you know? Okay, good. If things go wrong during an op, you may have to sacrifice yourself in order to finish it, so... Once you're finished making adjustments, you can go ahead and close this out. Alter, wie geil ist das gemacht? Ganz ehrlich, das ist super cool gemacht. Voll geil. Das ist mal ein Tutorial, was Spaß macht, ja? NPC-Partner-Kampfstil. Ah, wie cool ist das? Aggressiv, vorsichtig, passiv. Ausgeglichen mache ich mal. Schwierigkeitsgrad kann ich hier noch wechseln. Mini-Karte drehen kann ich auch machen. Vibrationsfunktion habe ich gerade aus. Sprache kann ich sowieso nicht umstellen, ne? Ne. Andere Sprache als Englisch haben wir, glaube ich, sowieso nicht. Außer irgendwie Japanisch ist wahrscheinlich oder so. Aber ich gehe mal zurück. Morning. Nines. The commander's put me in charge of your maintenance, ma'am. That means I'll be performing regular checks on you from now on. I see. Oh, don't worry. We 9S models are the best around, you know. Though I suppose we're not exactly known for our modesty. Okay. 9S. Hmm? What is it, ma'am? Stop calling me ma'am. Huh? There's no need to be so formal. All right. If you say so. Oh, I almost forgot. The commander was calling for you. We better go see what's up, man. To be. Okay, wollen wir mal gucken. So, was kann ich hier machen? Pausieren. Nein. Hier kann ich es wahrscheinlich speichern dann, richtig? Ne, kaufen und verkaufen. Okay, kaufen. Was kann ich denn kaufen? Kleine Erholung. Soundwelle zeigt Soundanalyse an. Was sind die LP? Life Points? Minikarte, wir haben doch alles, oder nicht? Minikarte haben wir. Ich kann mal gucken, was wir. Auto ausweichen. Auto. Programm. Autoangriff. Schadenswert, Ziele. Okay. Kosten 3. Blendet ein Symbol an, wenn Angeln möglich ist. Wie cool ist das? Ich weiß nicht ganz, was ich mir kaufen soll. Ich glaube, ich habe nämlich alles. Deswegen, ich gehe mal da. Na, warte. Ich kann mir vielleicht noch Erholung kaufen. Mach ich das mal. Kaufe mir mal irgendwie 5 Erholungen, 5 mittlere und dann 10 kleine. 10 kleine. Dankeschön. Ah, warte, warte, warte. Jetzt habe ich es gesehen. Ha! Hier sieht man, ob wir das haben oder nicht. Erfahrungsleiste. Mach ich mal. Haben wir noch nicht. So, das haben wir auch noch nicht. Den Angelplatz brauchen wir aber vorerst, glaube ich, auch nicht. Mal gucken. Speichern möglich. Wo kann ich denn jetzt speichern?
Info. Tutorials. Standardsteuerung. Okay. Da kann ich speichern. Ha! Okay, dann sehe ich also einfach nur durchs Hochgucken. Sie haben eine E-Mail. You need to be near an access point to save your data. You can see access points on the close range map. Be sure to save often. Okay. Das ist cool gemacht. Wo sehe ich das denn? Wie heißt es? Achso, das Speichersymbol ist dann höchstwahrscheinlich. Mal gucken, wie weit ich denn speichern kann. Wo kann ich allgemein speichern? Don't know. Aber hier sollen wir erstmal hin. Ich kann mit 9S reden. Alles in Ordnung? Bitte wählen Sie einen Kampfstil. Keine Erinnerung. Boah, ist cool. So, was haben wir hier? Hier haben wir andere Androiden, ne? Joha. Joha. Soldatin. Obwohl die Operation alles sorgfältig erklärt, verstehe ich rein gar nichts. Ich frage mich, ob ich den anderen zur Last falle. Was haben wir hier? Die Erläuterungen der Operation sind zu detailliert. Dabei reichen schon die nötigsten Infos für alle anderen. Für alles andere improvisiere ich. Alles klar? Hier oben ist der Überblick des Auftrages. Als nächstes zu den Details. Es scheint sehr nervös zu sein, wahrscheinlich, weil es erst vor kurzem hergestellt wurde. Okay. Hier haben wir Soldaten und hier haben wir Operatoren. Operatorinnen. Hier haben wir nochmal einen Operatorin, Operator, whatever. Ich möchte mit der reden, nicht mit dir, nein, es. Ist wirklich alles in Ordnung? Haben Sie ausreichend Heilmedizin dabei? Bei sinkender Vitalwerte kommen Sie sofort in Behandlung. Es ist okay, keine Sorge. Ich habe genug Heilmedizin und kann gut auf mich selbst aufpassen. Seufz. Eigentlich sollte ich... machen. Okay, reden wir mal. Ich kann nicht mit so viel reden. Ich rede nochmal mit denen. Gut gemacht. Die letzte Schlacht war ausgezeichnet. Ich freue mich schon auf die nächste. Danke für Ihren Einsatz. Verläuft der Auftrag reibungslos? Daten zum Auftrag können auf dem HUD angezeigt werden. Falls nötig, nutzen Sie bitte die passenden Plugin-Updates. Fuck, habe ich nicht zu Ende gelesen. Und weitergemacht. Die Kontaktaufnahme zur Menschheit... zur Menschheitsrate liegt allein in den Händen der Kommandantin. Eventuell Nachrichten einzelner Jor-H-Einheiten sind nicht gestattet. Okay, dann rede ich mal mit... Wie heißt die? Mit der Kommandantin. Kommandantin, ja. Ah, 2B. Maintenance finished? Yes, Commander. You detonated your black box in order to defeat the enemy. Bold, but risky. Try not to be so reckless next time. Understood. I know you're fresh out of maintenance, but I have another mission for you. I need you to head to the surface, rendezvous with the Resistance, and do some recon. Doesn't Yorha have a dedicated Resistance contact already? We haven't been able to get in touch with them, so we'll need you to look into that as well. Understood. Damit ihr noch mehr reden? Okay, wie steht's im Auftrag? Die Daten zum Zielort haben dich erreicht, oder? Auf jeden Fall. Infos sammeln. Begib dich zum Hangar aus... jetzt habe ich es nicht gelesen, weil ich dumm war und nicht lesen konnte. Hier haben wir noch mehr zum Reden. Alter. The surface? That means we'll be getting flight units, huh? Better head for the hangar. Usually we can't get near flight units. They're way too expensive for us grunts. Too bad they can't mass produce these things yet. Okay. Also wir haben hier komplett alles voller Androiden. Da vorne haben wir auch noch jemanden. Ah, guck mal, mit dem kann ich doch reden. Mit der. Hallo. Ihr scheint euch wie gut... Ihr scheint euch wie immer gut zu verstehen. Ach, wenn man nur gelegentlich gemeinsam Aufträge hat, so ist ein gutes Miteinander doch immer besser. Auf jeden Fall. Prüfst du auch ordentlich deine E-Mails? Es gibt noch Leute, die fragen, wo die Auftragsinhalte überprüfen können, obwohl sie per E-Mail verschickt wurden. Vergiss nicht,
dass du die Inhalte der Transportterminals einsehen kannst. Das ist voll cool, hier kriegen wir auch so ein kleines Tutorial. Ein Ratschlag eines Veterans. Immer schön ein Backup von der persönlichen Daten machen. Ich denke mal, damit meine ich speichern. So stellt der Verlust eines Körpers kein Problem dar. Die Backup-Daten werden in einen neuen Körper geladen und alles ist wie beim alten. Okay, also wurden wir gerade, also 9S und 2B, wurden wir dann gerade wieder in, ich sag mal, identische Körper wieder reingesetzt mit unseren Gedanken? Würde ich jetzt mal sagen. Was ist Ihr Anliegen? Bitte fassen Sie sich kurz. Okay, wir haben gar kein Anliegen. Nice. Eure Körper haben eine Funktion, Informationen von besiegten Gegnern automatisch in eine Datenbank zu speichern. Eine Einheit für den Kampf und zur Informationsbeschaffung. Ein wirklich wohlüberlegtes Konzept. Okay, wie kann ich denn E-Mails nachgucken? Ich habe ja eine E-Mail bekommen. Ach, guck mal, hier kann ich auch schnell speichern. Oh, cool. Also kann ich, wo speichern möglich ist, kann ich auch schnell speichern. Gut zu wissen. So, jetzt müssen wir in den Hangar. Ist das hier der Hangar? Hier ist von 6-0. Die Kammer. Also können wir überall rein. Denke ich mal. Mhm, gut. Wen haben wir da? Operator. Oh, hallo. Über euch hört man ja so ein Gerücht, so einige Gerüchte, okay? Was für Gerüchte? Etwas so riesiges einfach mit der Blackbox, zu... Wahnsinn. Zu viel Draufgängertum kann aber zum Tod führen. Wir sind sehr sorgfältig mit den Daten, also immer schön hochladen, bitte. Das werde ich mit der Folge hier auch machen. Genau. Nein, ich will nicht mit 9S reden. Ich will mit dem Operator reden. Die Kommandozentrale einfach weiter nach links gehen. Nein. Die große Hacking-Zentrale einfach links, rechts. Einfach nach rechts. Pass gut auf dich auf. Bis bald. Guck mal, hier haben wir die Kammer von 9S. This here's my room. Feel free to swing by whenever you want. Not that there's much to do here. Alles klar. Okay, ich weiß nicht, wie die Anspielung war, aber... Es sind Androiden, deswegen denke ich mal nicht, der wollte auf eine sexuelle Anspielung. Deswegen denke ich mal nicht. Ach, guck mal. Postfach. Zugriffspunkt, Postfach. Wählen den Zugriffspunkt, Postfach aus, um deine Mail zu lesen. Serververwaltung, Test-E-Mail. Absender, Serververwalter. Die Nachricht dient zur Verifizierung deines E-Mail-Kontos. Mitglieder, die Probleme mit dem Mail-System haben, sollen so schnell wie möglich ihren Vorgesetzten kontaktieren. IT-Abteilung, leitender Servicetechniker. Ist fast so, als wenn man in eine neue Firma geht oder so. Und dann irgendwie seinen E-Mail-Account checken muss. Wo fühlt man sich gerade? Guck mal, hier haben wir Five. Ah, guck mal. Operator. Hey, hallo. Nimmst du auch deine Heilmedizin? Das ist das beste Produkt unserer technischen Entwicklungsabteilung. Es ist über die Monitore in Privaträumen erhältlich. Also schön einkaufen. Ich möchte einmal lang. Okay. Nehme ich dir erstmal deine Erholung weg. Warum nicht? Hier haben wir 2 irgendwas. Noch mehr Erholung. Ah ne, Fähigkeitssalbe. Okay, warte mal. Ich will mal ein bisschen auf den Kopf hauen. So, jetzt habe ich erstmal ein bisschen Heilung. So, wo ist denn der Hangar überhaupt? Hier ist ein Terminal. Muss ich hin? Ich weiß es nicht. Ich gehe einfach mal rein. Mal gucken, was es bringt. Und ich sehe auch schon, ich habe jetzt verdammt. Also, ich bin schon bei fast bei 20 Minuten. Shop. Wartungsshop. Was habe ich hier? Kein Zugriff darauf. Okay. Ups. Shop. Die Wartung der Einheiten kann mir überlassen werden. Oh, hier kann ich höchstwahrscheinlich. Ja, hier kann ich Waffen kaufen. Alter, geil. Okay. Alter. Was ist der Plug-in-Chip? Muss ich gleich nochmal gucken. Ich würde mal fast sagen, das ist einfach nur Fähigkeiten sind oder so. Okay. Du kannst diesen Chip nicht verschmelzen, da du keinen Chip derselben Rang und derselben Fähigkeit hast. Okay, verkaufen will ich nichts. Wie viel Medizin habe ich? 31 und 8. Das
Kann man machen. Unter dem Scanner-Modell bin ich das Spitzenprodukt. Okay. Ganz egal, um was es geht, auf mich ist Verlass. Kannst du auch so gut kämpfen wie wir? Hä? Also, ich habe nicht gesehen, dass du bisher welche schon hochgesprengt hast. Ne? So ist ja nicht. So. Hier haben wir das Terminal. Da haben wir immer wieder Räume. Da sehen wir die Welt. Okay. Aber ich rede erst nochmal mit dem Operator. An der Erde werde ich mich nie satt sehen können. Zum Hangar kommt man wohl mit dem Aufzug an der Seite. Okay, das war eine Frage. Zum Hangar kommt man wohl mit dem Aufzug an der Seite? Frage 10. Achso, zum Hangar. Ah, okay. Ich hab grad die Dings verkackt. Are you carrying enough supplies on you? If not, you can always use the terminal in your room to replenish them. Genau. Und ich will jetzt mal sagen, ich schiebe ihn aus meinem Zimmer raus. Raus hier. Okay. Was denn Spiel pausieren? Ist das Speichern? Guck mir jetzt nein, erst beim. Ah, hier kann ich speichern, okay. Ja. Jetzt guck mir nein, erst hier beim Schlafen zu. Und der Rock ist irgendwie ein bisschen am Bagen, wenn man sich hinlegt. So, okay. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr euch den Daumen hoch geben und so weiter und so fort. Als nächstes werden wir dann zum Hangar gehen und mal gucken, was da passiert. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.